Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich. Endlich ist Titanfall released worden. Heute ist der 13. März und ich habe jetzt extra noch gewartet bis um 12. Wie du sehen kannst, 13. März 0:38 Uhr. Also ich wollte jetzt echt unbedingt die released Version von Titanfall spielen. Und ich habe gerade eine kurze Runde mal gespielt. Ganz kurz, wie du siehst, es ist ein bisschen anders jetzt als zur Beta. Man hat Kampagne und klassisches Spielen, also es gibt schon eine Art Kampagne. Wir gehen schon mal rein, weil das dauert eh wieder eine Weile. Die habe ich gerade gespielt gehabt. Da geht es halt darum, die Schiffe müssen Treibstoff besorgen. Dafür kommst du auf die Erde runter und kämpfst um den Treibstoff. Und jetzt haben wir die Materialversorgung. Und die Materialversorgung ist auch eine komplett neue Map, die wir noch gar nicht kennen. Und die nehmen wir jetzt auch mal. Also, jetzt muss ich ein bisschen anklicken. Ja, auf jeden Fall, was ich ganz toll finde, du siehst auch hier, es gibt die Auto-Aim-Waffe, es gibt sie noch. Weil einige gesagt haben, die Auto-Aim-Waffe gibt es nicht mehr, die ist rausgepatcht worden, weil sich viele beschwert haben. Nein, die gibt es noch und das finde ich super, ganz toll für Anfänger auch von Shooter-Spielen. Ich hatte sie jetzt auch gerade genommen, ich nehme sie jetzt auch nochmal in der Runde. Ich werde demnächst dann bestimmt auch die anderen Waffen nehmen. Weil es ist halt auch so, die Auto-Aim-Waffe, natürlich die visiert automatisch an, aber du brauchst halt mehr Schüsse für einen normalen Gegner, als wie jetzt mit der anderen Waffe, wo du halt vielleicht noch einen Schuss brauchen würdest. Aber was soll's, jeder kann ja die Waffe nehmen, die er mag, also meine Meinung ist halt, ja, wenn dir das nicht passt, dass deine Auto-Aim-Waffe ist, ich meine, ja, du kannst sie auch spielen, ne? Kannst du auch nehmen. Ja. Was gibt's noch? Neue Map jetzt? Ich bin echt sehr gespannt. Die hatten wir in der Beta noch nicht gehabt. In der Beta hatten wir nur zwei Maps, die Auswahl zwischen zwei Maps. Und ansonsten gibt es jetzt auch nicht viel zu erzählen. Es hat sich nicht sehr viel geändert. Die Grafik ist ein bisschen überarbeitet worden, finde ich auch sehr schön. Und wie gesagt, jetzt in dem Kampagnenmodus, das finde ich sehr gut. Man hat immer so Zwischensequenzen. 4 Stunden alt. Okay. Wie das jetzt? Erste Squad am Boden kümmert sich um die Notsignalkoordinaten. Was siehst du, 3-2? Ist irgendwas am Turm? Nicht. Der Turm sieht verlassen aus. Tote Kolonisten auf den Straßen. Kein Zeichen von den anderen. Verstanden. Piloten, wir müssen rausfinden, was da passiert ist. Verteilt euch im Dorf. Wir treffen uns dann am Südtor. Seid vorsichtig da unten. So, man hat immer so Zwischensequenzen und das ist dann jetzt so eine Art, glaube ich mal, Team Deathmatch. Vorher hatten wir so Eroberungen gehabt. Und dadurch lernst du halt doch schon so ein bisschen die Kampagne kennen. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Pilot, das ist keine Rettungsmission mehr. Das hier wird eine Materialschlacht. Alle umlegen. Fisch, öffne die Loks des Notfallsenders. Wir wissen, was hier passiert ist. So. Ich empfange eine Übertragung, aber sie ist verstümmelt. Ich muss sie erst wiederherstellen. Ja, die Bots, die treffen jetzt nicht so prickelnd, aber... Mein Gott. Ah, aber da waren welche. Die habe ich jetzt nicht gesehen, weil das sind echte Spieler. Und wie du siehst, die Waffen hauen schon gut rein, ne? Und ich finde die Map jetzt sehr ansprechend, weil die hatten wir auf der Beta ja auch nicht gehabt. Ah, also wie du siehst, ist es schwer mit der Auto-Aim-Waffe. Man muss halt sehr in Bewegung bleiben, dass die anderen einen jetzt nicht treffen gleich. Und das ist halt schon ein bisschen schwieriger. Deshalb hatte ich jetzt eigentlich die Granate geworfen. Und das ist auch schon Titan da. So, also wie du siehst, der hat mich jetzt schon wieder gekillt. Es ist halt schon ein bisschen schwieriger mit der Auto-Aim-Waffe jetzt die normalen Piloten zu legen. So, halt, Moment. Es geht also ein bisschen flott hier. Ah, ich wollte eigentlich da rein. Mach das sauber und find raus, wo die Kolonisten hin sind. Lass mich mal aufs Dach oder so. Genau. Halten in 30 Sekunden bereit.
Wo ist denn der Titan jetzt hin? Schauen, ob wir das nochmal schaffen. Ja. Mach ich, ne? Gib mir einen Statusbericht. Bin noch dabei, die Übertragung. Ah, der hat einen Seitwinder, okay. Und ich finde das echt sehr cool gemacht, auch mit diesen Zwischensequenzen jetzt hier. Und dieser Art Story-Modus. Also, dass man halt doch schon so eine Art... Ja, einer von uns, mein Gott. Rausgeboostet. Sarah, ich habe sie identifiziert, aber das ergibt. Okay, die habe ich gesehen, die hat uns down gemacht. Down hat sie uns gemacht. Raus damit, Bisch. Die Zeit läuft. Er heißt McEl. Er war schon eine Legende, als ich noch Rekrut war. Aber nicht auf unserer Zeit. Okay, dann finde raus, wo er sendet. Weil den haben wir jetzt auch down gekriegt. So. Die war gut. Jetzt gucken wir mal, ob er da mal reinkommt. In einen. Ich ballern so drauf. Ah, nee. Also vor den Titans, die sind halt schon sehr stark, ne? Direkt vor den Titans stehen ist nicht gut. Okay, bereit machen für Titanfall. Wir haben verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Geh zum Evakuierungspunkt. Ich arbeite an der Position der Überlebenden. Jetzt kommt das Schiff. Sarah, ich habe die Quelle der Übertragung. Kanal ist offen. Wer auch immer da funkt, identifizieren Sie sich. Ganz egal, wer hier ist. Sie haben euch verfolgt, aber gefunden haben Sie uns. Verdammte Miliz. Wir wollten euren Krieg nicht und ihr habt ihn vor unsere Tür getragen. Das war ein Massaker an Zivilisten. Wir sind wegen Ihres Notsignals. Ah, nein. Wiederhole, identifizieren Sie sich. Ich weiß gar nicht, warum man die Abschlusskamera nicht hat. Damals hat man in der Beta noch die Abschlusskamera gehabt. Okay, der hat das Dach geschafft. Moment, IMC-Command ist auf dieser Frequenz. Sie hätten wegbleiben sollen, McAllen. Graves, immer noch auf der falschen Seite, was? Sieht man? Ah ja. Wir sind Soldaten, Mac. Null Pilotenkills. Ein Titankill. Wer ist hier naiv, elender Hurensohn? Fußvolk, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich nochmal weiter. Ich glaube, das geht automatisch weiter, oder? Im Story-Modus. Wir schauen mal. Ja. Ich habe eine Freischaltung.
Also man levelt immer noch sehr schnell, auch wie in der Beta, ne? Das finde ich sehr gut. Ich habe ein neues Titan-Loadout. So, dann kann man das... Titan... Okay, Leute, da. Wir haben nicht viel Zeit. Die überlebenden Kolonisten haben sich zu den Hügeln in der Nähe eines großen Schiffswracks zurückgezogen. Alles Weitere erklärt euch Sarah. Unsere Bergungsschiffe sind bereit, die Kolonisten zu retten. Titan-Piloten, ihr werdet die IMC an dem Schiffswrack in Schach halten, bis die Kolonisten und ihr Anführer James McAllen geborgen sind. Er war erster Offizier auf der IMS Odyssey. Sie ist unser Ziel. McAllen war zu seiner Zeit einer der besten Piloten und Taktiker der IMC. Er hilft uns im Kampf gegen die IMC, wenn wir seine Leute da rausholen. Also, an die Arbeit. Sichern und laden. Okay, jetzt sind wir wieder die nächste Map auf der Odyssee. Ist, denke ich mal, ein Raumschiff. Nehme ich jetzt mal an, ich bin sehr gespannt. Und ich muss jetzt echt sagen, mein erster Eindruck von dieser Kampagne. Es gibt ja kein Kampagnenspiel direkt, aber ich finde es echt sehr gut gemacht. Weil man kann, das ist ja wie eine Art, generell, wenn ich jetzt Deathmatch oder was spiele, nur ist da einfach nur 3, 2, 1, los geht's. Ich meine, das hast du ja auch, aber jetzt um halt so ein bisschen die Kampagne mit kennenzulernen, finde ich schon sehr gut und ja. Also es ist echt sehr gut gemacht, muss ich sagen, ne? Herausforderung, okay, die bekommen wir dann ab Stufe 4. Ich hoffe, wir schaffen jetzt gleich noch die Stufe 4, dass wir schauen können, was wir für Herausforderungen sind. Die Map sieht auch sehr vielversprechend aus. Und ich bin gespannt. Ich freue mich halt riesig, dass jetzt endlich der Release gekommen ist. Ich konnte es kaum abwarten. Und endlich ist es da. Das Titanfall. Bin auch mal gespannt, wie das ist, wenn du, sag ich mal, High-End-Level bist. Ob es dich langweilt oder ob du sagst, hey, ich habe immer mal noch nebenbei Lust, eine Runde mit zu daddeln, ne? Und dann geht's schon los. Da ist er! Geh am Rand der Klippe runter! McAllen! Sie wissen nicht, was sie tun. Du, bring mich auf diesen Träger rauf. Alles klar! Verteilt eure Leute in diesem Gebiet. Verschafft mir den Überlebenden etwas Zeit zur Flucht. Okay, dann würde ich sagen, go. Ich schicke gleich ein paar Daten von der Odyssey. Gehe jetzt rein. Bleib dran. Nee, die Odyssey ist doch kein Schiff, oder? Doch dahin? Was ist die Odyssey? Alles klar, Leute. Das wird eine Materialschlacht. Haltet McAllen die IMC vom Leib und seht zu, dass die Überlebenden entkommen. Gehen wir. Fish, gibt uns jetzt dieser McAllen Befehle? Der Typ kennt die Gegend hier besser als wir, Sarah. Er ist ein Ex-IMC. Ich weigere mich, diesem Mann zu vertrauen. Mag sein, aber unsere Taktik ist mies und der Kerl hat mehr Kämpfe gesehen als wir beide zusammen. So, ich kenne die Maps halt leider noch jetzt gar nicht, aber es ist auch mal spannend. So fangen wir alle schön von vorne an. Boah, spring hoch. Nein, daneben. Okay, ich muss jetzt noch ein bisschen üben wieder mit dem Springen und Fliegen. Okay, da hinten sind welche. Wollte mal da reingucken. Das war wieder einer, ja, das man gesehen. Achso, wir wollten ja eigentlich mal die Dingenswaffe, ne? Die andere probieren. Deck, okay. Weiter geht's. Da hinten war einer, ja. Halt die IMC auf, Pilot. Wir brauchen mehr Zeit, um die Kolonisten aus den Hügeln zu evakuieren. Bish, ich schalte dich auf den Computer und die Blackbox der Odyssey. Aber dazu muss ich sie erstmal anwerfen. Dieses
Wrack ist ein einziger Schrotthaufen, Mac. Was gibt's da? Warum ist das Ding so wichtig? Vertrau mir. Willst du die IMC fertig machen? Dann brauchst du diese Daten. Geht's denn über mir? Und mein Handy schaltet sich aus. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich habe jetzt nicht groß mitbekommen, was die da geredet haben, weil du eh so im Spielverlauf bist. Und ihr letzt gerade. Mac, die Odyssey ist jetzt online. Datentransfer läuft. Wow. Sind das etwa Pläne für Demeter? Ganz genau, Bitch. Ohne Demeter verliert die IMC ihren Zugriff auf das Grenzland. Meine eigene Granate hat mich umgebracht. Nein! Ich wusste nicht, wo du bist. Mist. Hallo, ich halte mir auch meinen Arsch auf. Alter, ist dieses Seil, das habe ich im Video gesehen hier. Ich kann es hier mal benutzen, aber weiß ich nicht wie. Hier kann man das benutzen, oder? Nicht wirklich. Also ich habe gesehen, man kann dieses Seil benutzen und sich rüberhangeln. Achso, ja, unseren Titan sollten wir mal holen. Auseinander. Bist du sicher, dass es funktioniert? Vertrau mir, Bisch. Spawnt er hier? Nicht mit dem Ding, ja. Aber für das, was wir brauchen, reicht's noch. Was wir brauchen? Egal, um Demeter anzugreifen, wäre Wahnsinn. Allein die Luftunterstützung dort ist stärker als alle Flotten der Miliz zusammen. Okay, wir müssen jetzt eigentlich den anderen Titan haben, gell? Das wissen ja. Wir nicht. Wir haben jeden Tag gegen sie gekämpft, während du dich verkrochen hast. Glaub mir, mit dem Verkriechen ist Schluss. Nein, ach so, es sollte aussteigen. Ach so, ich bin da ausgestiegen. Das ist unmöglich. Hör zu, Bisch. Die Nummer kann funktionieren, das weiß ich. Und Graves weiß es auch. Ja? Warum? Weil ich mir das vor langer Zeit mit ihm zusammen ausgedacht habe. Das war aber mein Titan. Warum habe ich den, warum konnte ich den jetzt abschießen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich wollte eigentlich den Piloten. Das war's. Die Bergungsschiffe mit euch. Es war klar, dass wir schon wieder verloren haben. Hoffen wir, dass Black Elk diesen füllen kann. Warum wir von dem Karte Fehler annehmen, Sarah? Weil er gerade mehr Daten gezogen hat als wir im letzten Jahr. Vielleicht können wir der IMC endlich parolen. Begib dich zum Bergungsschiff und das haben wir nicht geschafft. Sind wir wenigstens. Wir haben wieder keinen Kill für den Dingern geleistet und den Pilotenkiss, aber Titan Kiss haben wir zwei. Naja, wenigstens etwas, ne?
mal, wir könnten die IMC von innen ändern. Aber es wurde nur schlimmer. Alles klar, Mann. Okay, das Schiff wurde auch schon zerstört. Angel City. Gut, ich hoffe nur, wir sind jetzt noch Level 4 geworden, dass wir schauen können, was Herausforderungen ist. Nee, ich glaube, wir haben es nicht geschafft, gell? Nee, leider nicht. Gut, dann sehen wir Level 4 beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht beim Zuschauen wie mir beim Spielen. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir Likes und das Video da. Und dann vielleicht hast du auch Titan vor. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir mal zusammen spielen. Bis dahin, ciao, macht's gut, euer Spike.